Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Hell, schlicht, filigran. Das Amerika-Haus gleich neben dem Bahnhof Zoo. 1956-57 im Rahmen der internationalen Bauausstellung wurde es hier erbaut und diente den Amerikanern als kulturelle Begegnungsstätte und als Informationszentrum. Nach 2006 wechselten dann immer wieder die Nutzer. Es stand auch ganz lange still. Ja, und jetzt zieht CO Berlin hier ein. Das Ausstellungshaus. Aus Mitte quasi vertrieben, denn das Postfuhramt wurde verkauft, hat das Ausstellungshaus jetzt hier seine neue Heimat gefunden und möchte das Gebäude seinem alten Zweck wieder dienen, nämlich sich öffnen für ein breites Kulturpublikum. Genau vor 15 Jahren, am 29. und 30. Oktober 1999, fand an der Humboldt-Universität in Berlin ein Symposium statt. Fotografie im Zentrum, ein Zentrum für Fotografie. Ich nahm an diesem Symposium 2 Tage lang teil. Es ging um ein eventuelles neues Museum, ein Ort, ein Forum für Fotografie in Berlin. Und am Ende des Symposiums dachte ich, das wird nichts. Das wird zerredet. Die staatlichen Institutionen schaffen das nicht. Aber was machen wir, die wir in der Stadt leben? Wir leben jetzt und heute. Und mit meinen beiden Gründungspartnern, Marc Naroska, meinem Designerfreund, und Ingo Pott, dem Architekten, traf ich mich und sagte, komm, wir leben jetzt und heute, just do it. Und so haben wir einfach angefangen, ganz klein und ganz bescheiden. Und dabei war der Ort immer das Wichtigste, der Ort, an dem man sich begegnen kann, berühren kann, miteinander diskutieren kann über Bilder. Und der Ort war auch immer der Grund, warum dieses Projekt CO Berlin auf Messers Schneide stand. Wir mussten uns sehr schmerzvoll daran gewöhnen, you only get something if you lose something. Aber wenn man so emotional, so involviert ist, so viel Leidenschaft, dann fällt einem das manchmal verdammt schwer. So begannen wir im Postvoramt vom 14. Juli 2000 bis März 2001. Wir mussten ausziehen, weil die Post das Gebäude verkaufen wollte. Wir gingen dann in ein altes Gießereigebäude in der Linienstraße von 2001 bis 2006. Dort entwickelten wir CO Berlin weiter. Alle Ideen, dieses ganzheitliche Konzept mit gutem Design, guter Architektur und guter Fotografie. 2006 im Sommer bekamen wir eine Nutzungsuntersagung durch den Bezirk Mitte, weil mittlerweile das Projekt anscheinend so erfolgreich war, zu viele Besucher, die wir nicht in ein Wohn- und Bürogebäude reinlassen durften. Gott sei Dank, aber eben leider nicht das Land Berlin als Käufer. 2006 wurde das Postvoramt verkauft an eine israelische Investorengruppe. Und wir sprachen sie an und sie erlaubten uns eine Zwischennutzung. Aber spätestens im Jahre 2010, zu unserem 10-jährigen Geburtstag, wussten wir, da können wir nicht bleiben, weil an sich auch das Gebäude einfach saniert werden musste. Und dann begann die lange Suche, die anstrengende Suche. Und wir haben immer weiter Ausstellungen gemacht. Wir haben uns über 70 Gebäude in Berlin angeguckt. Wir haben die jüdische Mädchenschule durchgeplant als Schule des Sehens. Eine Absage erhalten, ganz zum Schluss ohne Begründung. Wir haben vor der letzten Berlin-Wahl die Atelierhäuser im Montmijou-Park zugesprochen bekommen. Nach der Wahl hat die Verwaltung diesen Beschluss zurückgezogen. Sie können sich vorstellen, was das für mich und vor allen Dingen auch mein Team bedeutet hat, diese Unsicherheit. Das Postvoramt wurde verkauft, der neue Besitzer weigerte sich überhaupt mit uns zu reden. Wir bekamen Schreiben von Rechtsanwälten, Räumungsaufforderungen und da endlich, wo wir drohten, zerrieben zu werden zwischen allen Fronten, da hat das Land Berlin, und zwar persönlich André Schmitz und Wovereit, sich richtig, erstmalig richtig eingeschaltet und mit uns einen neuen Ort gesucht. Und wir sahen, wir kamen in den Westen, zum Amerika-Haus. Und es sah so versteckt aus, die Gitter waren runter, die Teppiche vergilbt. Es war heute, wie mir mein Freund Axel Kufus sagte, ein Schneewittchen, was man wach küssen musste. Und wir haben einfach angefangen. Für eine private Institution wie CO, die keine öffentlichen Gelder, keine Regelfinanzierung bekommt, ist die Lage total entscheidend. Und wir haben uns verliebt in den Standort. Wir haben gesehen, dass wir die Chance haben, mit der Helmut-Newton-Stiftung und dem Museum für Fotografie ein wirklich großes Zentrum hier gemeinsam zu machen. Die UdK ist direkt in der Nähe, der Deutsche Werkbund. Und wir haben uns in das Haus verliebt und dann angefangen zu planen. Es war ein langer Weg, der Mut stellt sich die Wege kürzer vor, aber jetzt sind wir angekommen und übermorgen werden wir
eins der schönsten, filigransten, eigenwilligsten Häuser für Fotografie hier in Berlin eröffnen. Rheinische Provinz, Gymnasium, Mittelstufe, Lateinunterricht. Ich war nicht gut und der Lateinlehrer hatte Kontakt zu ehemaligen Schülern, die inzwischen Studenten waren, und hat mir einen Nachhilfelehrer vermittelt. Der studierte in Berlin und wir hatten dann einen Deal, 3/4 Stunde Latein-Nachhilfe, 1/2 Stunde erzählt er mir von den Studentenunruhen in Berlin. Und das war das erste Mal, dass ich vom Amerika-Haus hörte. Jetzt wissen Sie ungefähr, wann das war, haben ungefähr eine Ahnung, wie alt ich bin. Und das hat mein Bild von dem, was ein Amerika-Haus ist, ganz stark geprägt. Es gibt natürlich Amerika-Häuser in anderen Städten, aber für mich stand das Amerika-Haus von Anfang an und immer in Berlin, selbst wenn ich nie da war. Wir wissen inzwischen, wie sich das Amerika-Haus entwickelt hat, dass es von diesem Ort der Demokratie, des Lernens der Demokratie, das ja beabsichtigt war, sich immer mehr verschlossen hat. Und das Amerika-Haus war schon nicht mehr auf der Agenda in Berlin, als CO Berlin anfing, seine Aktivitäten zu starten. Und mit CO Berlin ist es ähnlich wie mit dem Amerika-Haus. Es kann nur Berlin hinter CO stehen. So eine Initiative ist nur in Berlin möglich. Und auch nur in Berlin kann man sich 70 Gebäude anschauen, um dann das Richtige zu finden. Als dieser kleine Wettbewerb ausgelobt wurde für die Neugestaltung des Amerika-Hauses für die Zwecke von CO, war mein erster Satz, dass wir einen diskursiven Entwurfsprozess verfolgen. Und man ist sich ja nie sicher, weshalb man denn den Zuschlag bekommt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein wichtiger Satz war. Weil es ist nun mal so, dass es darum ging, zwei sehr starke Partner, nämlich dieses Haus mit seiner Geschichte und CO Berlin mit ihrer Geschichte, die sehr stark in dieser Stadt verwurzelt sind und mit dieser Stadt zu tun haben, übereinander zu legen und ein neues Bild zu erzeugen. Und dabei zugleich dafür zu sorgen, dass das Haus wiederentdeckbar wird, als das offene Haus, das es einmal war und inzwischen nicht mehr war. Und CO Berlin den Ort bekommt, den es braucht, um Ausstellungen machen zu können. Was mit einem auch architektonisch offenen Haus relativ schwierig ist. Weshalb es natürlich sehr stark darauf ankam, wie man das Raumkonzept entwickelt, damit die Offenheit als Display des Hauses quasi erkennbar bleibt und auf der anderen Seite die Geschlossenheit eines Ausstellungsraums gegeben ist. Und das war in dem Entwurf mit unserer Hauptleistung, das Raumprogramm so zu entwickeln und anzuordnen, dass es nach außen ein offenes Gebäude ist, dadurch, dass Foyer, Café nach vorne gelagert sind, also all die Räume, die vom Publikum als Orte der Kommunikation des Diskurses genutzt werden und dass die Ausstellungsräume dahinter gelagert sind und sich entsprechend abschließen können und relativ ideale Bedingungen zum Ausstellen bieten. Und das ist eigentlich erstmal alles, was ich sagen will. Eine Pointe noch, ich frage immer, wenn ich in Tegel ankomme, die Taxifahrer, ich sage einfach immer zum Amerika-Haus. Und heute hat es geklappt, der Mann war alt genug, der wusste, was das ist. Und ich hoffe, dass ich in einem halben Jahr spätestens sagen kann, nach CO Berlin bitte. Wir haben lange gewartet, bis wir den Eröffnungszeitpunkt bekannt gegeben haben, im Juli diesen Jahres. Aber dafür musste sich den Termin auch niemand von Ihnen dreimal in seinen Kalender eintragen. Wir sind sehr stolz darauf und da danke ich allen Handwerkern und beteiligten Firmen und Architekten, dass wir heute pünktlich eröffnen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben eine ganz einfache menschliche Regel befolgt, von Anfang an miteinander reden. Die BIM, das Land Berlin, unsere Vermieter und wir haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, was sich darin ausdeutete, dass wir von Anfang an alle E-Mails hin und her geschickt haben. Niemand hat Informationen für sich behalten. Unsere Planer und die Planer der BIM wussten immer voneinander Bescheid. Und dieses Miteinanderreden und dieses Vertrauen, dem denke ich, dem verdanken wir diese pünktliche Eröffnung. Dadurch haben wir viel Zeit gespart. Ein großer Tag für das Amerika-Haus, ein großer Tag für CO Berlin. Hier kommt zusammen, was offensichtlich zusammenpasst und zusammengehört. Mehr gleich bei Kiez Konkret, also bleiben Sie dran.